Namaste, Namaste, herzlich willkommen an diesem Dienstag, den 31. Januar 2022, auf dem KIMI-Report Geschichten hinter der Geschichte. Und nachdem ich euch bald 3 Jahre mit diesem Amandla Avetu, alle Macht dem Volk, gequält verabschiedet habe, jetzt eine, wie angedroht, eine wahre Geschichte, was eben Amandla Avetu ausrichten kann. Es geht um die Lekwa-Gemeinde in Mpumalanga. Mpumalanga ist eine der 9 Provinzen in Südafrika. Alles begann im südafrikanischen Winter 2020. Es war der kälteste dort je aufgezeichnete Winter und es war Lockdown. Diese Lekwa-Gemeinde, wie viele andere, hat der staatlichen Gesellschaft, Stromgesellschaft Eskom, ihre Schulden nicht mehr bezahlt. Und die Bürger aber nicht informiert, die weiterhin ihre Stromrechnungen respektive Strom für Strom bezahlt haben. Es gab dann deutlich weniger als 50% Strom für diese Gemeinde. Eskom hat dann in einem sogenannten Internal Load Shedding den Hahn mehr oder weniger zugedreht. Und es drohte natürlich die totale Katastrophe. Die Gemeinde hat dann gemerkt, oh Moment, so geht es nicht, hat dann noch für ein Upgrade bezahlt, aber Eskom ist nicht darauf eingestiegen. Das kommt häufig vor, dass die Gemeinden einfach das Geld nicht weiterleiten, weil sie es die Regierenden dort, in der Schweiz würde man sagen, die Gemeinderäte, das Geld einfach größtenteils selbst einsacken. Verrückt ist, dass diese Gemeinde nur 25 Kilometer von Tutuka entfernt ist. Das ist eine der Hauptpowerstations von Eskom in Südafrika. Die Bürger wussten, wie gesagt, nichts. Es gab eine nicht unterschriebene, anonymisierte Pressemitteilung, dass da irgendwie das Geld nicht richtig geflossen sei und darum jetzt der Strom nicht mehr fließe. Zudem Lockdown, die Bürger hatten größte Mühe, sich zu organisieren. Es waren immerhin 50 erlaubt, sich zu treffen. Die haben sich dann auch getroffen, bis sie gerichtsfähig waren. Die Temperaturen sanken teilweise bis auf minus 15 Grad Celsius. Die B&Bs, die Guesthouses, die vor allem Eskom-Kontraktoren und Mitarbeiter beherbergt haben, weil eben diese Powerstation nur wenige Kilometer entfernt ist, die konnten nicht mehr Frühstück machen, nicht mehr Kaffee kochen, die Häuser auch nicht mehr richtig beheizen. Das Gemeindegefängnis war massiv davon betroffen, also das war sehr unruhig dort drin. Die Farmen waren betroffen, wie gesagt, auch wegen den Wasserpumpproblemen. Die Hühnerfarmen, die waren absolut auf den Knien. Food Production, also Nahrungsmittelproduktion, Futterproduktion, da funktionierte fast nichts mehr. Das Spital hatte einen kleinen Minigenerator, mit dem konnten 43 ältere Menschen, die auf Apparate angewiesen waren, am Leben erhalten werden. Die Ärzte, die führten Kaiserschnitte und andere Operationen ohne jeglichen Strom durch. Einmal war es eine wirklich überlebensnotwendige Operation. Man bat dann den Strom, um eine Stunde zu verlängern, um diese Operation fertig zu machen. Das wurde von Eskom auch verweigert. Das Wasserproblem gewaltig, es wurde nicht mehr filtriert, die Kläranlagen wurden außen vor gelassen. Es kam zum Teil, kam es braun aus den Wasserhähnen, aus den Taps heraus und Abwasser der Gemeinden floss ungefiltert in den vorbeifließenden Wall River. Nach Monaten vergeblicher, erschwerter, unter Lockdown-Bedingungen erschwerter Verhandlungen hat dann der Ingenieur und 20 Jahre lang dort wohnende Stephanus Podgieter eine Klage eingereicht gegen Eskom im Namen der Lekwa Ratepayer Association, also der Gebührenzahler, der Steuerzahler, aber auch der Stromgebührenzahler. Und am 28. August 2020 hat Richter Anthony Miller für diese Ratepayer Association gestimmt. Also die wurden
Es wurde zugesagt, dass sie kompensiert werden, die finanziellen Ausfälle und andere Dinge. Eskom ist natürlich sofort in Berufung gegangen, sogar zweimal vor dem Supreme Court, also vor dem Obergericht, abgeblitzt und am Schluss auch vor dem allerobersten Gericht, vor dem Constitutional Court, auch abgeblitzt, und zwar am 23. Dezember 2022, also erst kürzlich, ist ein guter Monat her. Ihr seht, nicht nur in der Schweiz mahlen die juristischen Mühlen sehr langsam. Interessant, am 21. Dezember 2022, also nur 2 Tage vor diesem großartigen Gerichtsurteil. Man sieht, die Gerichte in Südafrika, die funktionieren besser als in der Schweiz. Ich hatte gestern ein Telefonat mit einem Patienten in Uruguay aus Südafrika, ist verrückt, das ist wie wenn er neben dran gesessen wäre. Der ist jetzt wirklich Opfer eines gewaltigen juristischen Skandals in Basel-Stadt. Ich kann nichts weiteres dazu sagen, weil das Verfahren geht wahrscheinlich weiter oder auch nicht. Es ist jedenfalls noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und das passt zu dem, was wir erlebt haben, auch zu dieser Klage von Kruse gegen Swissmedic, auch von dieser anderen Najafi-Klage gegen Alain Berset. Das bleibt einfach liegen und dann passiert nichts und man wird sagen, wir haben uns auf die Empfehlungen der WHO gestützt. Also am 21. Dezember hat Eskom das Gleiche gemacht in der Karoo. Die Karoo, das muss man sich vorstellen, ist etwa 2 bis 3 Stunden entfernt, von wo ich gerade berichte. Übrigens berichte gerade aus meinem Büro-Schlafzimmer-Kombi. Eine semiaride Gegend, also nicht sehr wasserstark, muss immer wieder auch Wasser gepumpt werden in der Landwirtschaft. Dort hat Eskom auch den Strom zugedreht. Und dort, das war am 21. Dezember, also das Weihnachtsessen, alles das, was die Leute sich zum Teil mit dem letzten Rappen abgespart haben, verrottete dann in den Kühlschränken. Es gab aber nicht nur kein Strom, sondern es gab auch kein Wasser mehr, weil nichts mehr gepumpt werden konnte. Und dann ist eine, so wie ich beurteilen kann, großartige Organisation Gift of the Givers, gegründet von einem Arzt übrigens, eingesprungen. Dieser Soleiman, dieser Arzt hat dann seine Leute schon quasi in den Weihnachtsurlaub geschickt, die wieder aufgeboten. Die haben dann Tanklaster organisiert, die in die Karoo und in die kleine Karoo gefahren sind, um die Leute dort zumindest mit frischem Wasser zu versorgen. Die Leute waren entsetzt, auch in der Karoo. Sie haben die Büros der Gemeindemitarbeitenden gestürmt. Dort war aber niemand oder man wollte ihnen nicht öffnen. So genau weiß man das ja dann nicht. Und dann kam 2 Tage später, eben am 23. Dezember 2022, kam dann die erfreuliche Botschaft aus Mpumalanga, aus der Gemeinde Lekwa, dass eben die auch gewonnen hätten vor dem allerobersten Gericht in Südafrika. Und Eskom hat dann sofort weiche Knie bekommen und die Stromzufuhr in der Karoo und kleinen Karoo auch wieder erhöht. Natürlich nicht 24 Stunden, weil das gibt es einfach nicht in Südafrika. Auch bei uns haben wir, wenn es gut geht, sind es 4 Stunden pro Tag. Wenn es nicht gut geht, hatten wir schon 17 Stunden. So im Schnitt sind es 6 bis 8 Stunden, wo wir einfach keinen Strom haben. Also, aber immerhin, mit dem kann man die Ware im Kühlschrank retten. Man muss bis jetzt, touch wood, haben wir nichts wegschmeißen müssen. Wir behelfen uns ansonsten mit solchen Lampen da. Die sind wirklich genial. Die kann man aufladen mit USB. Am Laptop oder wo auch immer, und die halten bis zu 60 Stunden. Man kann mit denen eigentlich im Haushalt vieles machen, auch lesen im Bett. Also da sind sie dann natürlich sehr innovativ, solche Dinge auf den Markt zu bringen. Gott sei Dank, weil das gibt dann doch auch wieder Arbeitsplätze in einem Land, wo die Arbeitslosigkeit dramatisch ist. Die Jugendarbeitslosigkeit ist über 65% gestiegen und vor allem auch seit diesen pandemischen Maßnahmen, seit
diesen Lockdowns. Also für einmal seht ihr, es lohnt sich zu kämpfen, auch das Volk. Ich meine, das ist ein Ingenieur, Stefanos Podkietter, der da die Initiative ergriffen hat und gewonnen hat bis zum obersten Gerichtshof der Südafrikanischen Republik. Und das soll uns doch auch ein bisschen Mut machen. Darum habe ich auch ein bisschen ein fröhlicheres T-Shirt an. Und jetzt wisst ihr, was Power to the People, was Amandla Awetu eben auch bedeuten kann. Das soll es gewesen sein für heute. Genießt den letzten Januartag in der Schweiz, wenn es etwas zu genießen gibt, in Deutschland und in Österreich. Und macht's gut, man sieht sich. Bis sehr bald. Hans gut, Sali zusammen.